Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen. Die Raab-Odenburg-Ebenfurter Eisenbahn, kurz GEISEF oder Rabobahn genannt, hat auch den Vectron Baureihe 193 im Einsatz. Natürlich auch in verschiedenen Folierungen. In diesem Paket sind insgesamt vier verschiedene Vectron Baureihen 193 in verschiedenen Folierungen und Witterungszuständen vorhanden. Und die erste Folierung gehört der Vectron 193 837. Und diese Folierung macht auch gleich mal wieder aufmerksam auf unsere Natur und auf unsere Erde. Und der Vectron hier 193 837-2, der GEISEF, ist in der Meerschaumsystemausführung hier anzutreffen und weist hier auf unsere Welt bzw. auf unsere Natur hin. 10 Years oder 10 Years with GEISEF Cargo for Nature und No Planet B. Also, ja, hier wird gesagt, 10 Jahre GEISEF Cargo für die Natur und No Planet B. Ja, das kann man jetzt zweideutig sehen. Es gibt keinen Plan B beziehungsweise keinen Planet B. Und somit sollten wir auf unseren Planeten beziehungsweise auf unsere Erde Acht geben und natürlich so viel wie möglich an CO2 einsparen und viel natürlich mit der Bahn befördern. Ja, eine sehr, sehr schöne Folierung. Dann werfen wir hier nochmal einen kurzen Blick auf die Front. Auch hier ist das GEISEF Cargo Logo angebracht. Und die gegenüberliegende Seite der Vectron. Hier ist die gleiche Folierung anzutreffen. Sieht also wirklich sehr, sehr schön aus. Und die andere Frontallokomotive sieht dann wieder etwas anders aus. Ja, eine sehr, sehr schöne Folierung. Wie gesagt, die beiden Seiten der Vectron sind hier gleich foliert. Ja, eine sehr, sehr schöne Folierung. Der nächste Vectron der Rabobahn Cargo ist der Vectron 193 595, ebenfalls hier in der Meerschaumsystemausführung. Und wie man hier auch schon schön sehen kann, ebenfalls der meerschaumsystemfähige Vectron. Des Weiteren ist hier jetzt auch an den Seiten der Lokomotive jetzt ein leichter Verschmutzungsgrad zu erkennen. In der oberen Rinne sammelt sich ja immer Dreck an und wenn es dann natürlich einregnet, dann schwappt es den ganzen Dreck obbe und der Fahrtwind tut dann natürlich noch sein Übriges und verteilt dann ja diesen Schmutz über die ganze Seite und das Ganze ist hier wunderschön dargestellt. Nicht zu viel, auch nicht zu wenig. Ja, sieht richtig schön aus. Dann hier natürlich der Rabobahn Cargo-Schriftzug. Über den beiden Führerständen bzw. neben den beiden Führerständen ist dann nochmal hier das Rabobahn Cargo-Logo angebracht. Hier handelt es sich schon um das neue Rabobahn Cargo-Design. Und hier ist dann die Front der 193 595 und auch hier oben an der oberen Fahrzeugspitzenbeleuchtung kann man auch schön die Dreckspuren erkennen. Und dann hier nochmal ein Blick auf die gegenüberliegende Seite. Ja, die Raab-Odenburg-Ebenfurter Eisenbahn AG, kurz GEISEF oder Rabobahn, ist ja ein Eisenbahnunternehmen mit dem Firmensitz in Sopron in Ungarn sowie österreichischen
Zweigniederlassungen in Wilka, Proppersdorf und Wien. Mehrheitseigentümer ist mit rund 66% der ungarische Staat. Rund 28% hält die Republik Österreich sowie rund 6% das Bauunternehmen Strabag. Ja, eine sehr, sehr schöne Folierung. Vectron 471-500 ist die nächste Vectron bzw. die nächste Folierung der Geiserf. Das ist also keine deutsche Baureihenbezeichnung, sondern die reine ungarische Baureihenbezeichnung. Und somit ist natürlich auch das dementsprechende Logo an der Front der Vectron 471-500 angebracht. Sieht auch sehr, sehr schön aus und auch oberhalb des oberen ZG1-Lichtes sind auch hier die ganz leichten Abnutzungsspuren zu erkennen. Auch hier oben am Stromabnehmer sind leichte Abnutzungsspuren zu erkennen. Ja, werfen wir einen Blick mal auf die Seite. Hier auch natürlich das Logo der Geiserf bzw. der Raberbahn. Auch hier wieder leichte Verschmutzungsspuren. Und auch hier ist das H am Lokkasten angebracht für Ungarn. Und dann eben ja das Eisenbahnverkehrsunternehmen, in dem die Lokomotive eingestellt ist. In dem Fall hier Geiserf. Ja, sieht sehr, sehr schön aus. Auch hier natürlich wieder der mehrstromsystemfähige Vectron. Und ein kurzer Blick noch auf die andere gegenüberliegende Seite. Auch hier oberhalb des ZG1 leichte Abnutzungsspuren zu erkennen. Vectron 471-501. Hier auch wieder der Vectron der ungarischen Staatsbahn. Also auch der Vectron hat keine deutsche Baureihenbezeichnung. Ja, und auch hier mal ein Blick auf die Seite geworfen. Hier ist jetzt der Unterschied eben, dass ja der Vectron hier noch schön sauber ist. Die Verschmutzung hält sich hier noch in Grenzen. Wahrscheinlich war der Vectron noch gerade schnell hier in der Waschanlage. Auch hier natürlich der Schriftzug Geiserf schön zu erkennen. Neben den beiden Führerstandstüren auch wieder das Logo der Geiserf bzw. der Raab Odenburger Ebenfurter Eisenbahn oder auch eben hier Raberbahn genannt. Dann werfen wir mal einen kurzen Blick auf die Front der 471-501. Die 471-500 ist ja die etwas verschmutztere Variante der Vectron. Und auch hier nochmal ein Blick auf die gegenüberliegende Seite. Und hier kann man es auch nochmal schön erkennen. Hier eben das H steht für Ungarn. Also der Vectron auch hier hat keine deutsche Baureihenbezeichnung, sondern ist eben in Ungarn eingestellt bzw. beheimatet. Ja, soweit erstmal zu den einzelnen Folierungen. Jetzt gibt es noch ein paar Eindrücke auf der freien Strecke. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und somit verabschiede ich mich schon mal von euch. Bis zum nächsten Mal, euer Matthias AW. Servus.